Ah, wieder Höcker! Wir sind jetzt angekommen. Wir warten, bis Asya und Abdul jetzt da sind. Die haben ja einen anderen Uber genommen. Aber dann gehen wir rein. Leute, das sieht irgendwie total komisch von außen aus. Sieht auch aus, als wäre niemand hier. Glaubt ihr, es ist leer? Ich glaube nicht. So seht ihr live, wie die Insta-Couples ihre Bilder machen. Okay, gut. Hey, wir können im Aufzug feiern, ganz ehrlich. Hey, wir sind jetzt, hier ist der Eingang. Hier ist auch so ein Shop irgendwie. Heute gibt es Stress. Ohne Grund. So Leute, wir sind angekommen. Und schaut euch jetzt mal an, wie schön es hier ist. Wir sind echt dankbar dafür, dass wir an so schönen Orten sind. Abdul ist abgehoben ein bisschen, aber ja. Und schaut jetzt. Einfach die Skyline dazu. So, let me ask, will sich jemand mir... Ey, hübsche Maus. Warte mal, mal gucken, wie teuer das hier ist. Was sagst du, Yassi, wie sind die Preise hier? Gut, klar. Also, das sind 50 Euro. Es ist sehr teuer. So Leute, wir haben uns jetzt eine Big Burrata bestellt. Das sieht geisteskrank gut aus. Wow, hier ist Sushi. Hier ist, keine Ahnung was, hier ist Brot. Und hier ist so eine Crispy Chicken. Okay, ich würde mal sagen, wir genießen jetzt einfach unser Essen. Noah. Was sagst du, Baris? Lecker? Was sagst du? Voll gut. Voll, ne? Schmeckt es auch lecker? Du magst ja keinen Käse? Ja, so. Okay, Sarah, muss man nichts sagen. Guten Appetit! Was fandest du, Yassi? Fandest du es lecker? Okay, sehr lecker. Fandest du es lecker? Ja. Ja? Aber irgendwie bereue ich es, weil so viel Geld. Leute, wir sind jetzt im Taxi. Es ist 2.20 Uhr. Hatten wir Spaß? Krass Spaß. Asya war gerade eigentlich noch am Schlafen, deswegen wollte ich filmen. Asya, wie geht's? Die ist gewohnt, früh aufstehen wegen ihrer Arbeit. So, Leute, wir sind jetzt los. Wie geht es? Sarah merkt gerade, wo der Aufzug zugeht, dass ihre Brille auf den Boden gefallen ist. Sarilan, freust du dich? Daumen nach oben. Oh my goodness, Cove Beach. Das ist krank teuer, ich merke schon. Hallo. Hey, sure. Okay, thank you. So Leute, wir sind hier gerade am Pool und wir waren am Meer vorhin und es war richtig warm und wir haben Meer. Deswegen haben wir gedacht, wir kommen jetzt hier. Am Pool und da, hier ist es richtig kalt, kühl. Aber ey, wisst ihr, was krass ist? Der Typ gönnt sich einfach unter 40 Grad den Shisha. Hauptsache Shisha. Schau mal, oh, Bro, das sieht auf der Kamera krass rot aus. Echt? Ja, wie eine Tomate. Wie eine Cherry-Tomate. Und das ist so kühl, weil hier braucht man richtig kühles Wasser. Sonst hält man das gar nicht aus. Wir sehen uns später. Hier ist es ziemlich voll, deswegen sind wir ein bisschen vorsichtiger mit Filmen. Genau, mit Filmen ist das hier ein bisschen so kritisch, deswegen haben wir ein bisschen weniger geblockt. Genau. Also, bis später, tschüssi. Wir sind weg im Biss und ich komme mit der Coke in der Limo, wenn ihr mit Zeugs. So Leute, kurze Unterbrechung, weh, ihr schaltet weg. Wir machen das hier gerade für euch. Also wie ihr wisst, sind wir ja gerade in Dubai. Wir haben das über eine bestimmte Website gebucht, die es auf iGral gibt. Weil über iGral haben wir dann voll viel Geld zurückbekommen von diesem Urlaub. Weil man versucht ja, überall zu sparen. Auf jeden Fall, ich habe euch, glaube ich, auf meinem Insta auch schon voll oft iGral vorgestellt. Das ist jetzt auch vor allem für meine Online-Shopper, aber auch Leute, die zum Beispiel reisen wollen oder was auch immer. Das ist ein Cashback-Service. Und viele fragen mich immer, das kann doch gar nicht sein, weil Cashback-Service heißt, dass ihr euer Geld zurückbekommt, wenn ihr etwas über iGral kauft. Und wenn ihr von der iGral-Seite auf diese Partnerseiten geht, dann kriegt ihr Cashback. Das heißt, einen Teil von dem Geld, was ihr ausgegeben habt, kriegt ihr zurück. Und viele fragen mich immer, wieso? Wieso kriege ich mein Geld zurück? Das macht auch gar keinen Sinn. Das kommt so fake rüber. Ja. Das ist so, weil iGral mit diesen Seiten sozusagen eine Partnerschaft hat und die kriegen eine bestimmte Provision, wenn Leute über deren Seite auf zum Beispiel Douglas gehen. Und dann gibt Douglas denen eine Provision und wir als Nutzer kriegen 90% von dieser Provision. Das ist dann unser Cashback. Plus iGral ist auch einer der wenigen Cashback-Seiten, wo ihr auch noch Gutscheine und Rabatte, also ihr spart doppelt. Und was iGral auch hat, ist ein Cashback-Melder. Das heißt, ihr könnt das auf zum Beispiel eurem Google Chrome installieren und dann... Jedes Mal, wenn ihr dann zum Beispiel auf irgendeiner Partnerseite von iGral shoppen seid, zum Beispiel Saturn, dann kriegt ihr oben eine Meldung, hier wird es Cashback geben, damit ihr immer automatisch sozusagen daran erinnert wird, ah, hier kann ich wieder Geld sparen. Und wenn ihr unseren Link, wir tun euch in die Infobox einen Link, benutzt, dann kriegt ihr statt
5 Euro Startguthaben, 10 Euro. Und ab 20 Euro könnt ihr euch das Geld schon auf euer Konto oder auf euer PayPal-Konto auszahlen lassen. Also wie ihr seht, sind hier ganz viele Partner. Wie ich schon gesagt habe, hier ist Saturn, Douglas, About You, Booking.com. Ihr könnt auch auf Gutscheine gehen und dann seht ihr, welche Läden momentan einfach einen Gutschein für euch haben. Also die Gutscheine ändern sich auch immer. Dann könnt ihr auch auf den Cashback-Melder den euch installieren. So, dann könnt ihr zum Beispiel, ich zeige euch, wie leicht das geht, auf Douglas gehen. Dann geht ihr auf zum Angebot, weiter zum Shop. Und jetzt könnt ihr einfach einkaufen. Also Leute, ich habe 2 Sachen gedrückt und ich bin schon auf der Seite und jetzt würde ich direkt Cashback kriegen. Also so leicht ist das. Der Typ macht schon langsam diese Tricks. Ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Dies, das, Alan Harper mäßig. Nee, ich muss runter, meine Karte sieht es immer. Scheiße. Das ist das Problem. Und dein Geldbeutel auch. Alles. Hin. Chucky. Oh, Tada. Nice to meet you. Outfit check, wow. Outfit check, wow. Das sieht fresh aus. Leute, wir sind angekommen. Das sieht so krass aus. Freust du dich, Yassir? Servus. Servus! Schön seht ihr aus! Also, wir sehen uns gleich, wir bestellen gleich Essen. Barisch kommt mit seinen Englischkenntnissen und seinen Fußballkenntnissen. Fußball verbindet. Schaut mal, was gekommen ist. Irgendwas mit Hähnchen. Cheesebread. What do you have else for us? Und hier ist mein Snack. This is the kofta. This is the crispy plantain, burrata and caramelized jalapeno. I love Brazil. Hallo Brasil. Muschejan, guten Appetit. Oh. Hier haben wir Brot mit Burrata. Wir sind alle Burrata-süchtig. Aber was ist das da? Probier einfach. Und? Oha, oha, Sarah. Oha, Javasch. Ey, genieß das. Oder es ist unnormal. Echt jetzt? Alles auf einmal. Oh, okay, oh, oha. Oha. Sarah funktioniert als Mundschutz. Ey, krass. Was für Freunde, schaut mal. Unnormal, oder? Und? 10 von 10? Okay. Heute das ist Chicken Roll. Guilherme. Perfect. Easy. Guilherme. Mein Bruder Guilherme from Pakistan. Ich will auch, ich will auch. No, the best. Ich will auch. No, mm-hmm. Eat the ramen Italian. Obrigado. Also, I would like to clean up. Ich will es mal machen. Guys, this guy is from Brazil and the best service in Dubai. Thank you. I swear. But he says El Fenomeno is better than Ronaldinho, and that's wrong. I love both, but Fenomeno is Fenomeno. Fenomeno, yeah. Bitte, das Essen sieht einfach nur krank aus. Wir probieren jetzt alle. Hähnchen, Mais, Kartoffelpüree, sieht aus wie Milchreis. Ey, das Hähnchen ist einfach die Grün. Einfach, das habe ich probiert, das schmeckt geisteskrank gut. Kartoffel, wäre das gleiche wie Barisch und noch Püree-Ding, ne? Püree. Sie hat auch das Hähnchen wie sie. Jetzt mal die Dessertkarte. Also einmal Lichisor, El Dorado, Suspiro, Chocolate Almagmesa, Pina Rostizada, Mocha, Baklava. Aber es ging. Okay, Leute, die Jungs haben gewettet. Nein, der letzte muss. Okay, bei 3 müsst ihr zeigen. Zeit ist vorbei. 1, 2, 3. Nicht mehr schreien. 1750. 1750. Was sagst du? 1300. Wir haben 1,800. Okay, das Ergebnis ist 2046. Ja, aber Was? Okay. Bye. Amazonika kann ich echt weiterempfehlen. Ne? Wir haben heute Partnerlook mäßig. Kann ich ganz toll sein, ne? Du Leute. Outfit check. Outfit check. Asse wollte chillen heute, was ich voll verstehe. Aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen in der Chill-Laune. Aber ich, schau mal, ich sag dir. Aber ich sag euch, nein, ich sag euch einfach ein Ding. Wir sind in Dubai, im Urlaub. Es ist 1 Uhr nachts. Wir können machen, was wir wollen, was wir in Deutschland nie machen. Nein, nein, ich meine, sowas haben wir in Deutschland lange nicht. Haben wir nicht lange gehabt? Ey, Digga, du hast voll Latt. Dulli, wenn du das beim Schneiden siehst, außer ich schneide, ne? Ich bin unnormal müde, ich bin nur mitbekommen, weil du gehen wolltest. Und ich wollte nicht, dass du weißt, dass du mit mir bist. Also, du bist nicht mehr. Abonniert den Kanal.
kommentiert, lasst ein Like da. Sorry. Ey Leute, irgendwie hat hier alles geschlossen. Also Leute, wir haben uns jetzt entschieden, weil alles hat zu, alles komplett. Comprende, Ende. Wir gehen, denke ich mal, noch einen Burger holen und Sarah kann auch nicht mehr. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Spaß, wir sehen uns gleich. Ah. Ich und der hier, der Typ da, der hier, der. Wir gehen Burger essen bei Wendy's. Die Mäuse gehen schlafen. Abdul, die Lady, geht auch. Und Asya, die männliche, kommt mit uns. Wir gehen unter Männer essen. Ciao. Es schmeckt so geil hier. Der Burger ist abnormal geil. Für Sari haben wir auch was mitgenommen. Morgen, was machen wir immer? Quad fahren, oder? Ja, aber vorher gehen wir frühstücken. Frühstücken? Pool? Und dann Pool. Nee, oben frühstücken. Oben frühstücken, dann gucken wir einfach. Ja. 11, 12 Uhr. Eine. Ich hätte auch was gegessen, Bro. Also Leute, bis morgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder auch einen schönen Tag oder auch einen schönen Nachmittag. So, guten Morgen. Alles in Ordnung? Aber heute mal gechillt angezogen, weil, wie gesagt, wir sind in der Wüste. Wir sind gerade im Palast vom König von Dubai. Echt? Also der nächste König wird der Sohn. Krass, der und dann von der Sohn der Sohn. Und wenn die keine Kinder haben, dann wird es der Bruder. Also nur die Männer. So wie es sich gehört, ne? Turban? Von hier? Okay, perfekt. Ja, Quads beste, Bruder, weil da hast du auch ein bisschen Feeling. Okay, Quads. Sehr viele Menschen, sehr viele Touristen auf jeden Fall. Hier ist auch die Instagram-Adresse, da könnt ihr mal reingucken. Und ja, wir nehmen jetzt 3 Quads, würde ich mal sagen. 2-2. Ja. Ey, Gangshit, gang. Oh, ich hab sonst im Auge. Jessico. Was denn? Das sieht aus, als wäre da kein Mensch mehr drin. Es geht los, Boris! Ist er nervös? Ist er auf Reffis quasi? Ich hab Angst! Ich weiß nicht, wo ich mich fesse! Juli, setz dich! Ich hab Angst! Schatz, setz dich! Ich hab voll Angst, ich finde das voll schlimm. Echt? Ja. Hast du Angst? Ja. Abgehen, Leute. Wo ist der Tüt? Bip, bip, mit dem Auto noch so eine Safari-Tour, die 25 Minuten geht. Ich weiß, da hätte ich gekotzt, deswegen. Sarah, wenn du das siehst, dass du verpasst, was krass ist. Aber ich weiß, du hast schon längst gekotzt. So, jetzt wir lassen Dori den Vortritt, weil wir haben gesehen, dass ein paar Leute schon mal gestürzt sind. Stark! Ja, sehr stark. Oi. Stark! Hey, Spaß! Hey, lass dich nicht überfahren, Digga! When I do it again, I will die, so then you can do El Fatiha for me. Help, help, help! Strong man. Braucht dabei noch eine, was? Ja, ja, richtig chillig. Gebt euch mal die Arzt, die kann nicht mehr.
Okay, ich zeige euch jetzt das Bild, was ich und Doli bekommen haben. Ich habe euch auch noch nicht gesehen. Voll schön. Das hat mir auch gefallen. Das ist hätte echt ich nicht gedacht. Schön. Und ich habe meine Lippen unnormal übermalt, Leute, und die sehen jetzt auf dem Bild dick aus. Ja, die sehen echt nice aus. Okay, jetzt zeig. Zeig. Okay, jetzt zeig. 1, 2, 3. Du siehst aus, als würde dich deine Mutter dich zu einem Bild gezwungen. Ja. Schau bitte fliegen nochmal. Schatz, alles okay? Geht's dir nicht gut? So aber von, nur bei der kurzen Fahrt sind wir schon gestorben. Mir ging's schon ein bisschen schlecht. Und dein ging's schlecht. Besser, dass ich nicht mitgekommen bin, ne? Ich hab gesagt, 90 Stunden kurz nur noch in die Hose geschissen. Ja. Oh mein Gott. Was, Mann? Was? Hilfe! Ich bin Also Leute, das war's mit dem Video. Nur nochmal als Erinnerung, in der Infobox ist noch der Link zu iGral. Ne? Haben wir euch ja schon erklärt, was das ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne da anmelden. Mit unserem Link kriegt ihr 10 Euro Startguthaben statt 5. Und ja, das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, uns abonnieren, die Glocke aktivieren und was Nettes in die Kommentare schreiben. Wir versuchen allen zu antworten und dann sehen wir uns nächsten Sonntag zum nächsten Dubai-Vlog. So, wir sind jetzt hier gerade im wunderschönen Wald, sitzen hier am PC und ja, Leute. Genießen Sonne. Wir genießen den Wald.